Das Thema Plattform ist für mich tatsächlich so ein bisschen auch schon Vergangenheit, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich beschäftige mich im Moment einfach mit anderen Dingen. Was ich jetzt berichte, geht so ein bisschen auf dieses Werk zurück, was Philipp gerade schon erwähnt hatte. Es hieß Compendium Industrie 4.0, was ich mit sehr vielen Kollegen im Oktober 2015 veröffentlicht hatte. Insofern war mal ein Teil daran relativ gering. Ich habe eigentlich nur so ein bisschen die wissenschaftliche Theorie zum Thema digitale Plattform aufbereitet. Viel wichtiger war aber eigentlich, waren die Beiträge von vielen Kollegen, die sich einzelne Branchen rausgenommen haben, die normalerweise gar nicht so mit dem Thema digitale Plattform in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel die Landwirtschaft. Ja, also welche Rolle spielen digitale Plattformen in der Landwirtschaft? Und der Anlass des Kompendiums war im Grunde genommen, abrufbar unter plattform-merke.de übrigens, war, dass wir gesehen haben, dass digitale Plattformen eigentlich die sehr viele Branchen verändern, wir aber in der Politik eine sehr bedauerliche Verkürzung der Diskussion auf einige wenige große, uns allen bekannten Plattformen haben. Ja, also die berühmte GAFA-Truppe, also Google, Amazon, Facebook, Apple. Wenn man in Berlin digitale Plattformen sagt, meinen die meisten eigentlich GAFA. Und das ist ein Riesenproblem, weil es viele Aspekte von digitalen Plattformen einfach nicht umfasst und weil politische Folgerungen getroffen werden, die irgendwie eigentlich GAFA treffen sollen, aber dann doch im Weiteren sehr viele andere Geschäftsmodelle auch betreffen werden. Das ist die grundsätzliche Hypothese und da werde ich nachher nochmal darauf zurückkommen. Das ist im Grunde auch meine Schlussfolgerung heute, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Insofern, eine Sache würde ich sagen, das ist schon 2015 geschrieben, also wer weiß, wie schnell sich die digitale Welt verändert. Das Ding müsste man dringend updaten. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber im Grunde genommen hat sich das Rad einfach weitergedreht und die Debatte in den letzten Monaten geradezu hat viele Dinge nochmal beschleunigt, die da irgendwie mit drin sind, aber wahrscheinlich würde man sie heute noch klarer und anders formulieren. Philipp hatte jetzt gesagt, dass das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich ist. Der Hintergrund, warum wir uns da mit Theorie beschäftigt haben, war einfach, dass das Label digitale Plattform inflationär verwendet wird. Ja? Ist heute immer noch so. Alle reden über digitale Plattformen und meinen alles Mögliche. Und diese Unschärfe in den Begriffen oder ist eines der Hauptprobleme, warum wir auch kaum zu guten Schlussfolgerungen kommen. Und da haben wir uns gedacht, okay, gehen wir einen Schritt zurück und schauen mal, was die Wissenschaft zu dem Thema sagt und versuchen uns zumindest darauf zu einigen, was wir meinen, wenn wir über die digitale Plattform in diesem Buch sprechen. Ja? Und das kann ich Ihnen jetzt nicht ganz ersparen. Insofern, sorry für jetzt so ein bisschen Theorie im Hintergrund. Ich mache es auch relativ kurz. Wenn wir über digitale Plattformen sprechen, meinen wir strukturell das Folgende. Es gibt ein. Entweder du musst ans Mikrofon ans oder du Mikrofon, ne? kriegst Dann nehme ich das hier, danke. Dann nehme ich das hier, sonst da fühlt man sich so gefangen. Digitale Plattformen meinen für uns das Folgende. Wir haben einen Plattformkern. Ja? Ich habe immer das Beispiel Mobile Phone genommen, weil es das geläufigste eigentlich ist, um die Logik einer digitalen Plattform zu verdeutlichen. Wir haben einen Plattformkern, das ist in diesem Fall das Betriebssystem eines Mobile Phones. Das gehört einer Firma wie Apple oder Google. Und das ist im Grunde genommen der Kern einer Plattform, der die Spielregeln, was also technologisch geht, was aber auch compliance-mäßig geht, also was darf ich dort auf der Plattform machen und was nicht, de facto bestimmt. Ja, das ist der Kern einer Plattform. Der zweite Teil ist die Plattformperipherie. Das sind dann andere Unternehmen, die für diese Plattform bestimmte Dienste entwickeln und anbieten. Das können beim Mobile Phone die kleinen Apps sein, die man anklicken kann. Das können auf anderen Plattformen noch wesentlich komplexere Dienstleistungen sein. Ja? Das sind meistens auch Unternehmen. Und dann hat man den Endnutzer, ja, C, der letztendlich Mobile Phone mit den Apps gemeinsam nutzt. Relativ simpel heißt de facto, man redet bei digitalen Plattformen eigentlich immer über eine Dreiecksbeziehung. Dreiecksbeziehung zwischen den Nutzern der Plattform und der Plattform. Nutzer sind in dem Sinne auch die Applikationsentwickler. Und wenn wir über die berühmten Netzwerkeffekte von Plattformen sprechen, das heißt also die Tatsache, dass je mehr Leute auf einer Plattform sind, umso attraktiver wird sie für weitere Nutzer, gilt in verschiedener Hinsicht. Das gilt sowohl für die Endnutzer, die sich freuen, wenn halt auch die Familie zum Beispiel auf WhatsApp aktiv ist, gilt aber natürlich auch für die Entwickler einer Plattform, die weitere Programme erstellen, weil sie einfach merken, je breiter das Angebot ist, desto größer wird die Attraktivität der Plattform.
In der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie nennt man das Ganze Two-Sided Markets oder Multi-Sided Markets. Warum? Weil es eben genau dieses Verhältnis zwischen den verschiedenen Seiten gibt, die letztendlich das ökonomische Geschäftsmodell bestimmen. Ganz wichtig zum Verständnis von Plattformen ist, dass es zum Teil asymmetrische Pricing-Modelle gibt. Das heißt also, es ist oft eine Strategie von Plattformen, die zwei Nutzer unterschiedlich zu bepreisen. Das heißt, de facto subventioniert eine Seite die andere. Ja, das kann man zum Beispiel beim Thema Gaming Stations, also so PlayStation oder sowas, nachvollziehen. Die PlayStation wird vom Plattformbesitzer, also Sony, relativ günstig an den Endkonsumenten verkauft, damit die Eintrittshürde nicht so hoch ist. Ja, das ist ziemlich komplexe Technologie, sehr leistungsstarke Computer. Die sind sehr teuer. Um das nicht ganz so schwierig zu machen, die zu kaufen, werden die Unterpreis über die Ladentheke gegeben. Und Sony holt sich das Geld woher? Von den Firmen, die für die PlayStation Spiele entwickeln. Ja, also die Spieleentwickler subventionieren den Endkunden, um insgesamt die Plattform attraktiver zu machen. Wie ich zwischen diesen zwei verschiedenen Seiten bepreise, ist eine Kernfrage der Plattformstrategie. Also jeder Manager, der eine Plattform baut, muss sich genau überlegen, wo hole ich mir eigentlich mein Geld her? Von Seite A oder B, was hat das für einen Einfluss aufs Wachstum, auf die Attraktivität der Plattform, wie macht es die Konkurrenz, habe ich einen Vor- oder Nachteil etc. etc. Das sind also im Grunde genommen die Business-Fragen, die hinter einer erfolgreichen Plattform stehen. Multi-Homing auch noch erwähnt, auch wichtig zum Verständnis von Plattformen. Für die Nutzer einer Plattform ist es oft interessant, nicht nur an eine Plattform gekettet zu sein. Ja, wenn ich eine App entwickle, sage ich jetzt mal eine Kalender-App, will ich vielleicht nicht nur für Android anbieten, sondern auch für iOS oder darüber hinaus, einfach um sicher zu sein, dass ich möglichst viele Nutzer bekomme, aber auch vielleicht um sicher zu sein, dass ich nicht abhängig werde von einem einzelnen Unternehmen, was mir irgendwie auch dann den Hahn abdrehen kann, je nach Gutdünken des Plattformbesitzers. Ja? Nur so zwei strategische Aspekte des Plattformmanagements aus Sicht eines Unternehmens darzustellen, wie man auf Plattformen agiert, was die wie Vor- und Nachteile verschiedener Plattformstrategien sind. Two-Sided Markets ist eigentlich ganz interessant. Das Prinzip ist relativ spät entwickelt worden in der Wirtschaftswissenschaft. Jean Tirole ist der Name, der damit immer verbunden wird, hat vor 2 Jahren, glaube ich, den Nobelpreis dafür bekommen. Also auch die Anerkennung, wie wichtig Two-Sided Markets sind oder Multi-Sided Markets sind, ist noch gar nicht so alt. Das heißt, 2015, als wir damit angefangen haben, war das im Grunde genommen, ist das so ein Nischenfeld irgendwie gewesen. Hat eigentlich relativ spät erkannt, wie wichtig diese Geschäftsmodelle in der digitalen Welt sind und dass sie im Grunde genommen gerade sehr viele klassische Geschäftsmodelle, One-Sided Markets, ablösen. Ja. Was uns gefehlt hat, war eigentlich ein analytisches Verständnis, wie die genau funktionieren. Ja, deswegen war es wichtig, noch so ein bisschen in die Wissenschaft zurückzuschauen. Das ist jetzt alles sehr theoretisch. Die nächste Slide macht dann vielleicht schon klarer hoffentlich, warum diese Plattformen so wichtig sind. Weil sie de facto nämlich eine Datendrehscheibe sind. Ja, sie dienen der Datenaggregation, wenn man das so als Schichtenmodell sieht. Basieren diese Plattformen oft auf sehr heterogenen Dateninputs. Das können IT-Systeme sein, wie jetzt ein ERP oder ein CRM-System. Das können Maschinensensoren sein, die Daten liefern. Das können Smart-Home-Daten sein, die mobilen Endgeräte selber oder aus dem Internet, Open Data, was auch immer. Die werden zusammengeführt auf einer Datendrehscheibe, die dann mit verschiedenen APIs, also de facto mit der Beschreibung, was ich brauche, um mit den Daten etwas machen zu können, Services, Datenverwertung oben drüber ermöglichen. Ja, das ist eine ganz abstrakte Darstellung, aber im Grunde genommen steht das hinter allen möglichen Datenplattformen als Prinzip dahinter. Soweit zur reinen Theorie. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Kontext geben zu empirischen Befunden. Also das war jetzt ja rein abstrakt. Wenn wir uns jetzt Plattformen anschauen, ist es wichtig, auf ein paar Sachen hinzuweisen, die normalerweise hinten runterfallen. Erstens, in der öffentlichen Debatte gibt es sehr viel Aufmerksamkeit für sehr spezielle Plattformen. Und das sind diejenigen, die von einem Plattform-Entrepreneur, also von einer einzelnen Company, die in Plattformen investiert, einen revolutionären Wandel in existierenden Märkten hervorrufen. Das sind die Dinge, über die man in den Zeitungen liest. Ja, die sind interessant, attraktiv, verändern die Welt. Darüber wird viel geschrieben und auch politisch nachgedacht. Also die Berliner Plattformdiskussion ist die hier. Ja, wir reden über, ist das gut oder schlecht fürs Taxigewerbe, für die Konsumenten, was ist mit Sicherheit und so weiter und so fort. Wir reden über die Marktmacht von Apple im Mobile-Phone-Bereich, wir reden über, was Airbnb macht mit Hotels, wir reden über Amazon und deren Verhältnis zum normalen Retail.
und so weiter und so fort. Rein analytisch betrachtet ist das genau ein Fall von einer Plattformentwicklung, ja? Und zwar revolutionär und durch einen Entrepreneur getrieben. Es gibt aber, und das sind sehr wichtige Plattformen, jede Menge Beispiele, die eher evolutionär zu betrachten sind oder die durch Plattformkonsortien getrieben werden. Ja, also Zusammenschlüsse von Unternehmen, wo sich Unternehmen zusammenschließen, um eine Plattform aufzubauen, von der sie glauben, dass sie ihr Geschäftsmodell schützen kann, helfen kann, es weiterzuentwickeln. Hier zum Beispiel ein früher mal Nokia Maps, mittlerweile ein Zusammenschluss oder gekauft worden von einem Konsortium deutscher Automobilhersteller. Virtual for Knox, in dem einige Maschinenbauer mit Hewlett Packard Enterprise zusammenarbeiten, Kivikon, eine Smart-Home-Lösung, wo Deutsche Telekom, Bosch, Siemens Hausgeräte und so weiter und so fort drin sind, die sich hier verständigt haben auf eine Plattform, einen Standard zum Thema Smart-Home. Vielleicht Sachen, die gar nicht so visibel sind für die meisten, aber dennoch wichtig sind zu verstehen, dass Plattformen halt eben nicht nur daraus bestehen, dass irgendein großer Ami-Konzern irgendeinen Markt revolutioniert und von außen sozusagen massiven Wandel erwirkt. Oft ist es die Industrie selber, die sich überlegt, wir brauchen eine Plattform, um erfolgreich zu sein in der Zukunft. Gegebenenfalls auch, um genau das hier zu verhindern, dass nämlich jemand von außen kommt und diesen Markt stark verändert. Ja? Und auch hier nochmal so gestandene Unternehmen wie Elsevier, John Deere aus dem Landwirtschaft, Elsevier ist ja ein Verlag, ein Wissenschaftsverlag, John Deere aus dem Agriculture-Bereich oder Axum aus dem Bereich Maschinenbau von Trumpf, sind etablierte Unternehmen, die aus der Branche kommen und die aus ihren existierenden Produkten digitale Plattformen entwickeln. Auch das geht, auch das ist möglich und insbesondere für die deutsche Industrie wahrscheinlich viel wichtiger als die Ecke da unten links. Kontext 2. Plattformen werden oft wahrgenommen als Architekturen, die Macht konzentrieren. Ja? Also, wie schon erwähnt, GAFA, Google, Apple und so weiter. Riesige Player, riesige Plattformen gehören einem Unternehmen, die entwickeln dadurch eine unglaubliche Macht. Ja? Amazon, Retail und so weiter und so fort. Wichtig zu verstehen ist, dass Plattformen als solche erstmal agnostisch sind, was die Konzentration von Macht oder von ökonomischem Gewinn angeht. Ja, Plattformen können auch genau das Gegenteil sein. Sie können auch Macht distribuieren. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel Betriebssysteme genommen, was den meisten wahrscheinlich geläufig ist. Wenn man jetzt mal ein Betriebssystem iOS nimmt, ja, aus Sicht eines Applikationsentwicklers oder eines Hardwareherstellers, iOS ist sehr geschlossen. Das ist tatsächlich eine machtkonzentrierende Plattform, weil ich als Hardwarehersteller, also wir als HP, könnten gar kein Gerät herstellen, was mit iOS läuft. Das untersagt Apple. Ja, geht nicht. iOS ist nur für Apple Devices. Das ist deren Geschäftsmodell. Deswegen verdient Apple sehr viel Geld. Auf der anderen Seite könnte man ein Betriebssystem wie Linux nehmen, was betont anders funktioniert. Ja? De facto können Sie mit Linux-Code alles machen. Man kann dazu Geräte entwickeln, man kann sich seine eigene Fork bauen, also die Software sozusagen manipulieren und anderen zur Verfügung stellen. Da gibt es im Grunde genommen gar keine Beschränkungen, was IP, also Intellectual Property, Design und so weiter angeht. Sie können jegliche Hardware dafür benutzen, die passt und so weiter und so fort. Ja? Und zwischendrin gibt es Grauschattierungen. Ja? Also macOS als Betriebssystem von Apple, vergleichbar zum Windows-System, ist ein wenig offener. Windows ist irgendwo auch in der Mitte. Wir als HP, unser Geschäftsmodell, beruht darauf, dass wir Hardware für Windows herstellen. Also eine Mischbeziehung zwischen uns und dem Plattformbesitzer, in diesem Fall Microsoft. Das heißt, die Machtkonzentration kann sowohl im Kern stattfinden als auch in der Peripherie. Insofern auch das Erfahrung aus Berlin. Ja, wer über Plattformen spricht, sollte nicht automatisch annehmen, dass Plattformen eine Krake sind oder jemand, der andere Unternehmen automatisch in eine Abhängigkeitsbeziehung zieht. Es kann genau das Gegenteil sein. Es kann eine Plattform sein, die andere Unternehmen erst ermöglicht, bestimmte Dinge zu tun. Auch das sollte man in der Diskussion nie vergessen. Kontext Nummer 3. Auch das eine typische Verkürzung in der Plattformdebatte. Es ist unfassbar, wie leichtfertig der Begriff der Monopolisierung im Kontext von digitalen Plattformen verwendet wird. Also googeln Sie Plattformen und Monopolisierung, hochrangige Politiker, Journalisten kopieren das ungefragt und beschreiben oft Plattformmärkte als Monopole. Es gibt empirisch keinen einzigen Fall, in dem eine Plattform ein wirkliches Monopol erlangt hat. Das gibt es einfach nicht. Es ist einfach empirischer Humbug, Plattform als Monopol zu bezeichnen. Wenn wir historisch über Plattformen nachdenken und ein bisschen die Plattformgeschichte analysieren, gibt es sehr viele Beispiele, die
ich habe jetzt keine theoretische Erklärung dafür, aber es ist ein empirischer Befund, dass viele Märkte, die plattformisiert worden sind, irgendwie sich in eine Art Oligopole-Struktur einpendeln. 3 bis 5 Plattformen, ganz oft anzutreffen. Spielen Sie einfach mal durch, wenn Sie über Plattformen nachdenken, wie viele Alternativen es in den meisten Märkten gibt. 3 bis 5 ist ein ganz typischer Befund. Ja? Woran es liegt? Wahrscheinlich daran, zum Beispiel an Multihoming, dass also ein Entwickler von einem Programm sagt, ist ja schön diese Plattform, aber ehrlich gesagt will ich nicht abhängig sein von diesem einen Plattformbesitzer. Ich will Alternativen schaffen. Es macht also strategisch aus Sicht der Unternehmen durchaus Sinn, in Alternativen zu investieren und halt eben nicht diese eine große Plattform mit dem maximalen Netzwerkeffekt aufzubauen, weil dieser maximale Netzwerkeffekt eben auch heißt, ich bin in maximaler Abhängigkeit. Ja? Also es sind eigentlich rationale Entscheidungen von Marktteilnehmern, für eine gewisse Varianz Alternativen im Markt zu sorgen. Ja, insofern, ich finde es erstaunlich. Man muss sich auch klar machen, wenn ich irgendwo ein Monopol annehme, hat das rechtlich natürlich, kann das erhebliche Folgen haben, was Wettbewerbsrecht angeht. Ja, also das Wettbewerbsrecht ist das schärfste Schwert, was der Staat hat, um mit Unternehmen umzugehen. Dagegen ist die ganze Datenschutzdebatte ziemlich Pillepalle. Ja, wenn Marktmissbrauch stattfindet, kann ich Unternehmen zerschlagen im Endeffekt. Insofern sollte man da sehr präzise sein, wenn man solche Begriffe wie Monopolisierung verwendet, weil es im Grunde genommen schwerwiegende Folgen haben kann. Ja. Soweit zum erläuternden Teil. Jetzt schwenkt der Perspektive auf die regulatorische Frage. Und ich werde jetzt hier viele Sachen nicht durchgehen, weil die Plattformregulierung ziemlich komplex ist. Ich habe mir hier eine Folie ausgeborgt von meinem sehr geschätzten Kollegen Guido Brinkel von Microsoft, der mal sich die Mühe gemacht hat, das Thema Plattform und Regulierung ein bisschen zu sortieren. Diese Boxen zeigen so ein bisschen so die Ansatzpunkte für Regulierung von Plattformen. Das hat was mit Netzwerkeffekten und Marktmacht zu tun, gerade darüber gesprochen, ja, Wettbewerbsrecht. Dann gibt es die Gatekeeper- und Zugangsfragen, vor allen Dingen im Bereich der medienorientierten Plattformen. Vertikale Integration hat wieder ein bisschen was zu tun mit Wettbewerbsrecht. Und dann gibt es noch Preisgestaltung, Subventionierung, indirekte Bepreisung, Fragen fairer Wettbewerb, Kartellamt und so weiter und so fort. Also man kann Abendfüllen über diese Themen sprechen. Ich ignoriere das alles und kümmere mich nur um eine einzige Frage, die aus meiner Sicht eigentlich so der interessanteste Fall ist im Bereich Plattform, nämlich die Kernfrage Plattform und Haftung. Wiederum historisch gedacht. Es ist ganz erstaunlich, wie geschichtsvergessen die IT-Branche ist. Im Grunde genommen muss man sagen, dass die Plattformen, wie sie heute existieren, auf einer privatrechtlichen Innovation beruhen, die Mitte der 90er in den USA und Europa entwickelt wurde. Und das ist das Haftungsprivileg für Plattformen. Klingt jetzt sehr abstrakt, ist aber tatsächlich essentiell für Plattformen. Das heißt nämlich, dass der Plattformbetreiber nicht vollumfänglich für das haftet, was Dritte auf der Plattform tun. Heißt zum Beispiel, Microsoft haftet nicht für schwerwiegende Fehler in einem Programm, was für Windows entwickelt wurde. Heißt, Apple haftet nicht für eine App, die im App Store abrufbar ist. Heißt aber auch, YouTube haftet nicht für all die Inhalte, die auf YouTube gepostet werden. Sei es jetzt, weil es Hate Speech ist, sei es, weil es Urheberrechte verletzt und so weiter und so fort. Heißt auch, dass eBay nicht haftet für gefälschte Rolex-Uhren, die bei eBay eingestellt werden. Ja, dafür haftet jeweils der es auf der Plattform einstellt. Und diese Haftungsbefreiung, das Haftungsprivileg für digitale Plattformen, hat im Grunde genommen erst das Wachstum von diesen ganzen digitalen Plattformen ermöglicht. Ja, einfach, was wäre denn die Alternative gewesen, wenn eBay als kleines Start-up-Unternehmen sofort in die volle Haftung gegangen wäre? Hätte eBay entweder den Laden zumachen können oder hätte massiv investieren müssen in jemanden, der sozusagen die ganze Plattform ständig beobachtet, jedes Angebot händisch prüft, ob es rechtens ist oder nicht. Das wäre die einzige Alternative gewesen. Damals hat dann die Politik gesagt, digitale Plattformen, die haben eigentlich viele Vorteile, die bieten Transparenz, machen Dinge schneller und so weiter und so fort, wir fördern die. Ja, insofern war dieses Haftungsprivileg, was eingefügt worden ist, da oben links, ja, wo man es findet, 95, Section 230, Communications Decency Act, das war im Grunde genommen das Entwicklungshilfegesetz für die digitale Ökonomie. Ja, und in diesem Sinne durchaus, ja, wahrscheinlich die privatrechtlich die wichtigste Innovation seit der Erfindung der Haftungsbeschränkung für Unternehmen grundsätzlich aus dem 17. Jahrhundert. Ja, das war der Beginn von Kapitalismus im Grunde genommen.
Und das da oben war der Beginn vom digitalen Kapitalismus in dem Sinne. So bedeutend diese Gesetzgebung ist, umso erstaunlicher ist, dass eigentlich jeder das vergessen hat, dass das eigentlich ein sehr mutiger, aber auch willentlicher Akt des Staates war, des Regulierers war, bestimmte Dinge in der digitalen Welt zu ermöglichen. Ja, das ist ein politischer Akt gewesen. Das war kein Naturgesetz. Das ist nichts Natürliches. Das war ein Akt, um eine bestimmte Geschäftsmodellidee zu fördern. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also es war ja noch vor der Dotcom-Bubble. Und all diese kleinen, süßen Plattformen, die man da fördern wollte, ja, das hat funktioniert. Man hat die tatsächlich gefördert. Der Punkt ist, dass sich die Zeiten natürlich geändert haben. Ja? Aus diesen kleinen Plattformen sind mittlerweile sehr große geworden. Und natürlich gab es auch jede Menge Probleme mit der Haftungsbefreiung. Und der Gesetzgeber, oder im ersten Schritt gar nicht der Gesetzgeber, sondern die Rechtsausleger, die Gerichte haben darauf reagiert und haben zunehmende Problemfälle thematisiert und de facto das Haftungsprivileg in vielen Fällen kontextualisiert, eingeschränkt oder präzisiert. Und der Trend ist relativ eindeutig. Ja, ich hatte eben über gefälschte Rolexe gesprochen, weil dieser eBay versus Rolex Case einer der wichtigsten Gerichtsfälle in dem Kontext war. Es gab eine Art Entwicklung im Richterrecht, in der Rechtsprechung von einem Notice-and-Takedown-Paradigma zu einem Notice-and-Scan-Paradigma. Warum ist das wichtig? Notice-and-Takedown hieß, im Sinne eines Zugangsproviders ist keine direkte Haftung vorhanden, aber wir behandeln Handelsplattformen jetzt wie Host-Provider. Das heißt, wenn eine Firma wie Rolex eBay in Kenntnis setzt, dass gefälschte Rolexe dort angeboten werden, war eBay verpflichtet, genau diese Anzeige zu verfolgen und diese eine Rolex, die gefälscht ist, von der Plattform zu entfernen. Ja, also Notice und dann Takedown. Das war das Paradigma, wie Plattformen wie eBay mit diesen Fällen umgehen musste. Das hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt zu etwas, was Notice and Scan bedeutet. Das heißt, wenn diese eine Uhr angezeigt wird, ist eBay nicht nur in der Haftung, diese eine Uhr zu entfernen, sondern alle gleichartigen Produkte. Und das ist deswegen wichtig, weil das Feststellen, was ein gleichartiges Produkt ist, natürlich gar nicht so banal ist auf einer Plattform, wo zigtausende von Gütern jede Minute eingestellt werden. Erhöht also die Verantwortung von eBay enorm. Wie kann man damit umgehen, ja, mit diesem Scan-Paradigma? Im Grunde genommen nur durch massiven Einsatz von Technologien. Das heißt, ich muss dann irgendeinen Crawler losschicken, irgendeine intelligente Software programmieren. Am Ende reden wir wahrscheinlich über Machine Learning, die rausfindet, dass nicht nur diese eine Rolex gefälscht ist, sondern halt eben auch noch, weil sie vom gleichen Kunden stammt oder weil das Bild das gleiche ist oder weil es irgendwelche Indikatoren gibt, dass es auch gefälscht sein könnte, dass auch diese, dass diese Angebote gelöscht werden. Ja? Ich hoffe, das ist soweit sinnvoll. Ja? Okay. Und diese Entwicklung hat sich so weit verschärft, dass es mittlerweile einige Politiker gibt, ich habe jetzt hier mal zwei genannt, die de facto das Haftungsprivileg für digitale Plattformen komplett auflösen wollen. Ja? Und so wollen noch einen Schritt weitergehen und sagen, digitale Plattformen sind mittlerweile so wichtig, dass wir de facto von Infrastrukturen reden. Und weil sie so wichtig sind und alles über diese Plattformen abgewickelt wird, über diese wenigen großen, müssen wir sie halt eben auch genauso regulieren wie Infrastrukturen. Ja, das sind natürliche Monopole, da kommen wir wieder zu dem Monopolding. Ja? Natürliche Monopole haben eine gesellschaftliche Verantwortung, dass wir müssen dafür sorgen, dass unsere gesellschaftlichen Regeln auf diesen Plattformen auch einbehalten werden. Und über eine Konstruktion, das ist die Bottleneck-Doktrin, kann ich dann de facto argumentieren, das sind quasi Infrastrukturen und deswegen werden wir in diesem Sinne auch in aller Konsequenz dann durchregulieren. Und wenn man so ein bisschen so, ja, das im Auge behält, diese Worte kennt, ja, dann fallen einem so Sachen wie Essential Digital Platforms ist dann kein komischer Begriff mehr, sondern ein klarer Hinweis von politischer Intention, wohin die Reise gehen soll. Ja, sobald da Essential steht, ist das das ganz scharfe Schwert des Regulierers, der nämlich sagt, Infrastruktur, Daseinsvorsorge, das ist Staatsaufgabe, ja, da behalten wir uns das Recht vor, richtig reinzuregulieren. Und das sind aktuelle, das ist das, wo wir in Berlin in der Diskussion stehen. Ja. In den letzten Jahren hat sich das eindeutig in diese Richtung entwickelt. Soweit zur politischen Beschreibung. Jetzt kann man ja auch nicht verleugnen, dass diese digitalen Plattformen einfach extrem
Wandel verursacht haben, der zum Teil auch problematisch ist. Und wenn wir allein die letzten Monate uns anschauen, was passiert ist mit dem Zuckerberg-Auftritt in Washington, seine Reise hier nach Brüssel mit all der Aufmerksamkeit, auch all der Wut, die letztendlich Facebook entgegenschlägt, wie Facebook mit Daten umgeht, mit Hate Speech umgeht, mit dem Gefühl, dass irgendwie die sich nicht wirklich nach unseren Spielregeln richten, dass da irgendein nicht wirklich Verantwortung ausgeübt wird für diese Plattform. All das muss man erstmal so als empirischen Datensatz wahrnehmen und versuchen, eine Erklärung zu finden. Und mein Eindruck ist, dass sich der Kontext von Digitalisierung in den letzten Jahren massiv geändert hat. Ich hatte ja so die kleinen süßen Plattformen aus den 90er Jahren erwähnt. Früher war es einfach so, dass IT cool war und die Veränderung erstmal als positiv wahrgenommen wurde, dass der Wandel als positiv wahrgenommen wurde, dass die Möglichkeiten vor allen Dingen betrachtet worden sind. Das hat sich komplett gewandelt. Ja, das aus Beobachtung eines betroffenen Unternehmens, ja, wir sind ja im Dauerdialog mit der Politik, Philipp ist ja Leidensgenosse, was das angeht, die Wahrnehmung von IT hat sich grundlegend gewandelt. Und mittlerweile ist es einfach so, dass der Wandel durch Digitalisierung so schnell ist, dass die Politik im Grunde genommen sagt, macht erstmal eine Pause. Ja. Das große Problem ist, dass IT-Unternehmen nach wie vor nach Berlin kommen oder in andere Hauptstädte und der Politik erzählen, wie toll, wie disruptiv die neue Technologie ist, die man gerade verkauft. Ja. Disruption, ich glaube, kein Politiker hat im Moment den Wunsch nach noch mehr Disruption. Ja. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Die meisten wollen eine Atempause haben, wollen erstmal darüber nachdenken, wie man überhaupt mit aller Disruption, die jetzt schon da passiert ist in den letzten Jahren, überhaupt umgeht. Das konfligiert mit der grundsätzlichen Marketinghypothese von IT. Ja? Also alle unsere Marketingleute in der IT-Branche sagen, Disruption, ja, je disruptiver, desto cooler und laufen halt mit dieser Botschaft rum. Und dann sagt man als Government Relations Manager in einem Unternehmen so, Freunde, in Berlin ist vielleicht gar nicht so eine smarte Idee, im Moment die Disruption so zu betonen. Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Ich hatte es kurz erwähnt. Ich glaube, die IT-Branche ist Opfer ihres eigenen Mythos. Ja, man sieht sich als staatsfern. Man hat einfach vergessen, dass dieses Haftungsprivileg ein politischer Wille war, eine politische Setzung, die genauso auch wieder zurückgenommen werden kann. Ja, es ist kein Naturgesetz. Digitale Plattformen sind deswegen so schnell gewachsen, weil der Staat das ermöglicht hat. Und das kann auch ein endliches Phänomen sein. Und das hat die Branche einfach vergessen. Ja, sehe ich durchaus sehr selbstkritisch. Dann natürlich macht ja einige Plattformen, nicht alle, aber einige Plattformen haben sich einfach von klein und nett zu sehr groß und sehr mächtig entwickelt. Und damit kommt natürlich auch eine andere Zuschreibung von Verantwortung seitens des Staates, weil sie einfach Impact haben. Ja. Und dann muss man natürlich aus Sicht des Staates auf Plattformen schauen und verstehen, dass natürlich das für den Staat auch irgendwie attraktiv ist. Also wenn ich so eine mächtige Plattform habe, die ganze Märkte strukturiert, dann ist es natürlich auch ganz relativ bequem und einfach zu sagen, okay, wenn ich Impact haben will, dann reguliere ich halt die Plattform. Wenn ich was zum Thema Retail erreichen will in Deutschland, dann reguliere ich halt Amazon, ja, weil die haben einen Hebel. Wenn ich was zum Thema Hate Speech erreichen will, dann fokussiere ich mich halt eben auf Facebook und YouTube und lasse die zwei Unternehmen mal vorsingen, wie sie sich sozusagen vorstellen, dass man halt Hate Speech Content löscht. Ja, das sind relativ große Hebel für die Politik, auf einzelne Unternehmen zuzugehen, die dann sozusagen all jene, die auf der Plattform operieren, regulieren. Ja, macht also, ist durchaus sinnvoll aus Sicht des Staates, so vorzugehen. Und wie schon erwähnt, die Entschleunigung kann eben auch gelingen über eine Regulierung zu den Plattformen. Was sind jetzt dann sozusagen die Empfehlungen? Ja? Also ich hoffe, das klang schon einigermaßen durch. Ich glaube, 80% der Plattformdiskussion, die wir haben im Moment, ist im Grunde genommen basiert auf einem einzigen Geschäftsmodell, nämlich der Refinanzierung von digitalen Plattformen durch Werbung und Microtargeting. Ja, das ist das Facebook- und das Google-Geschäftsmodell. Es ist leider so, dass digitale Plattformen mittlerweile damit gleichgesetzt werden. Und das ist ein Riesenproblem, weil eben Regulierung oft für alle digitalen Plattformen dann gilt. Das gilt ja insbesondere für das Haftungsprivileg und deswegen halt für viele andere Digitalplattformen das Leben sehr, sehr schwer machen werden. Das große Paradoxon, was sich daraus ergibt, ist, dass eine Rücknahme des Haftungsprivilegs de facto zu einem Festschreiben des aktuellen
Marktes führen kann. Warum? Ich hatte erwähnt, dass, wenn die Haftung erhöht wird, digitale Plattformen eigentlich nur die Alternative oder die Möglichkeit haben, massiv in Technologie zu investieren, um ihre eigene Plattform zu beobachten. Ja? Policing, Platform Policing. Also ich investiere in Scan-Technologien, in AI, was auch immer, teure Technologie, um sicherzustellen, dass ich weiß als Plattformbetreiber, was auf meiner Plattform passiert. Nehmen wir mal das Thema Hate Speech bei Facebook, um es so ein bisschen greifbarer zu machen. Ja, wenn also Facebook mit dem Anspruch konfrontiert wird, Facebook müsse doch etwas tun gegen Hate Speech, gegen all die Hetze gegen Migranten und so weiter und so fort, wehrt sich Facebook lange und irgendwann sagt dann Facebook, weißt du was, wir setzen jetzt 100 Leute irgendwo in der Welt hin und die klicken sich halt dann Hate Speech Videos durch und löschen. 100 Leute für Facebook. Ist jetzt nicht so das Riesenbudget für die, ne? Also de facto ist das Portokasse. Also für Facebook ist das gar nicht so schwierig, solche Ansprüche umzusetzen. Für kleinere Unternehmen, die gerade damit beginnen, eine Plattform aufzubauen, sind das massive Investitionen, die de facto dazu führen können, dass sie aufhören zu existieren. Das sind dann Markteintrittsbarrieren, diese Investitionen, ja? Also durch staatliche Regulierung eingerichtete Markteintrittsbarrieren, die verhindern, dass neue Plattformen, neue Geschäftsmodelle entstehen. Und das widerspricht nun mal leider genau dem Anspruch, den Europa seit langem hat, nämlich, dass das nächste Google-Jahr angeblich aus Europa kommen soll. Ja? Das ist das zentrale Plattform-Paradoxon, was aus meiner Sicht noch nicht so wirklich durchdrungen ist. Und wir deswegen sehr stark auf diese Regulierung setzen, ohne die potenziellen Kollateralschäden durch diese Markteintrittsbarrieren überhaupt wahrzunehmen. Ich will es damit eigentlich schon belassen. Heißt im Grunde genommen so als Schlussfolgerung, ich glaube, das Haftungsprivileg als solches ist nach wie vor ein wichtiges rechtspolitisches Instrument, um digitale Plattformen, Wachstum, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Insofern, aus meiner Sicht, muss es erhalten bleiben. Wir können es nicht immer weiter zurücknehmen. Ja, das ist keine gute strategische politische Entscheidung. Wenn es Probleme mit einzelnen Plattformen gibt, und da ist nicht so, dass ich die Probleme bei einigen Social-Media-Plattformen nicht sehen würde, dann muss man aber eben halt auch gezielt einzelfallbezogen vorgehen, um die einzelnen Probleme dieser Plattformen auch anzugehen und nicht eine Infrastruktur, de facto einen Rahmen wie das Haftungsprivileg für alle Plattformen abzuschaffen. Und vor allen Dingen sollten wir vermeiden, über die Rücknahme des Haftungsprivilegs zu versuchen, eine versteckte Industriepolitik zu betreiben, um Unternehmen aus einzelnen Ländern gegenüber anderen zu bevorzugen. Ja. Angesichts der Entwicklung der letzten Monate fehlt mir so ein bisschen der Optimismus, dass diese Forderung eingehalten wird, aber nichtsdestotrotz halte ich es für nach wie vor für wichtig, als Freihandelsanhänger den Punkt nochmal zu machen. Und insbesondere deswegen, weil es letztendlich, sollten wir eines nie vergessen, die nächsten Plattformen, die entstehen sollen in Europa, die gibt es. Wenn wir das regulatorische Rahmenfeld so weit verändern, so weit erschweren für neue Plattformen, werden wir leider diese kleinen Plattformen nie wachsen sehen. Die werden dann woanders wachsen. Ja, das ist die Alternative. Die kommen dann aus den USA, die kommen aus China und wir werden dann de facto von Drittplattformen wahrscheinlich gestaltet werden und werden nicht mehr selber gestalten können, weil eben die Strategie in diesem Sinne im Kern Wachstum hier ausschließen würde. Soweit erstmal. Danke dir, Ansgar. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Du hast uns erst in die Situationslogik vom Plattformdenken eingeführt, hast uns dann das Haftungsprivileg auf den Tisch gelegt und dann uns ganz schön in die Politik eingeführt. Insofern, ich denke, die nächsten 8 Minuten wird es hier hoch hergehen und wir werden spannend telefonieren. Wir werden eine spannende Diskussion haben und die werden wir danach ins Abendessen weiterführen. Ich glaube, der Gero mir schon bedeutet, das Abendessen gibt es hier um 18.34 Uhr, gell? Ja, also 4 Minuten extra kriege ich. Gut, also kurze Fragen, knackige Fragen, schnelle Fragen und vor allem auch natürlich Fragen aus dem virtuellen Raum. Ich hatte es vorhin nicht gesagt. Wir freuen uns über Fragen, die da rauskommen. Insofern ganz kurze Vorstellung und Namen. Nee, in dem Fall Alexander Wegmeier. Go. Jawohl.
Ich möchte auf die letzte Folie, die Sie an die Wand geworfen haben, kurz eingehen und Sie fragen. Sie sagen, einerseits muss das Haftungsprivileg erhalten bleiben, andererseits, wenn es aber Probleme gibt, müssen das einzelfallbezogene Regulierungen stattfinden. Ich komme aus einer politiknahen Sphäre. Wie wollen Sie das jetzt umsetzen, ohne das Haftungsprivileg doch zu schleifen, wenn es jetzt bei Facebook, bei YouTube Probleme gibt? Was heißt das einzelfallbezogene Wettbewerbsrechte? Naja, unser aktuelles Wettbewerbsrecht ist ja einzelfallbezogen, ja, und genau das sollte erhalten bleiben. Das heißt, wir reden über eine missbrauchsorientierte Prüfung von Marktverhalten. Wenn es zu Missbrauch kommt, gibt es im Einzelfall Möglichkeiten, das zu sanktionieren. Und das Ganze findet ex post statt. Das ist unser etabliertes Wettbewerbsrecht, was ich persönlich für absolut in der Lage halte, um digitale Plattformen zu regulieren. Die Alternative dazu ist ja de facto dann, was wir vorher kurz angesprochen hatten, eine infrastrukturorientierte Ex-ante-Prüfung und so weiter und so fort. Das ist das, was mit der Essential Facility-Doktrin zusammenhängt. Halte ich für eine hochproblematische Entwicklung. Insofern, das Plädoyer hier ist im Grunde genommen, rein rechtlich stehen alle Instrumente zur Verfügung, um Plattformen wettbewerbsrechtlich zu regulieren. Die einzige Frage, die es dann gibt, ist tatsächlich, ob bestimmte Teilaspekte wie Aufgreifkriterien, also Datenmacht als Aufgreifkriterium anstelle die Marktmacht nur anhand von finanziellen Strömen messen zu können, ist so eine interessante Teilfrage, wie man das Wettbewerbsrecht modifizieren kann. Aber das ist eine Veränderung im Detail. Ja? Dafür brauchen wir brauchen kein Plattform-Wettbewerbsrecht. Wir haben ein existierendes Wettbewerbsrecht, was aus meiner Sicht absolut ausreicht. Herr Mönke? Ja, danke schön. Frage, würden Sie im weiteren Sinn, ich weiß, es ist nicht Wettbewerbsrecht, diese Datenschutzgrundverordnung, die uns jetzt da ein bisschen umtreibt, auch unter Regulation in dem Sinne einordnen, wie Sie es hier gesagt haben? Da besteht ja auch vielleicht auch das Missverhältnis, betrifft die Kleineren oder bremst die aus vom Markt, die Großen werden irgendwie damit fertig. Ja. Ja, muss man, ich glaube, differenziert beantworten. Also das ja, das stimmt. Komplexität bevorteilt die Großen. Ja? Das ist das Hauptproblem des Mittelstandes. Das ist ein deutsches Problem, weil wir viel Mittelstand haben. Und das ist so ein bisschen ein grundsätzliches Problem in unserer Gesetzgebung. Ja? Wir gehen immer, was es leider nicht gibt übrigens, ist ein guter Index über die Qualität digitaler Gesetzgebung. Das wäre, wenn jemand ein Research-Projekt suchen würde, ja? Also wer diesen Index aufbaut, das kann man, glaube ich, machen, einfach mal zu kontrollieren, wie gut sind eigentlich die digitalen Gesetze, die wir in Deutschland erlassen oder in Europa, wird man wahrscheinlich relativ schlechte Ergebnisse finden, weil eben die Komplexität zu groß ist und so weiter und so fort. Insofern, Komplexität ist ein Problem, ja. Ist jetzt die Datenschutzgrundverordnung deswegen als solches zu verdammen oder ist das ich glaube, da sind viele richtige Ansätze drin. Das Problem ist einfach, das Ding ist so komplex, dass das Einzige, wie wir damit umgehen, ist ja de facto die Umsetzungslücke. Ja, also jeder weiß, dass die meisten Unternehmen noch nicht compliant sind. Ja? Und jetzt gibt es dann den Kompromiss, dass man das erstmal nicht sanktioniert, also de facto so eine Art Atempause schafft, um irgendwie einigermaßen umsetzen zu können. Das sind keine guten Gesetze. Ja, wenn ich de facto die Umsetzungslücke einführe, um überhaupt Unternehmen in die Lage zu setzen, damit umzugehen, dann muss ich einfach sagen, das ist ein schlechtes Gesetz, das ist zu komplex, das ist einfach so nicht realistisch. Insofern sehe ich das Problem da eigentlich gar nicht so sehr im Kontext von digitalen Plattformen, sondern eher im Sinne der Qualität von digitaler Gesetzgebung. Herr Eskandarvsa. Danke, das war sehr gut. Bijan Eskandarvsa, wie gerade gesagt, Sie haben über das Thema, Thema Entschleunigung, sind Sie innerhalb von 2 Sekunden sozusagen drüber gegangen. Das war unten rechts. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Kollateralschaden, wenn man die großen Plattformen versucht unter Kontrolle zu kriegen oder verdammen oder wie auch immer, leiden die anderen darunter, die kleineren. Und dann kamen sie zu dem, alles kommt aus USA und wir sagen immer, wieso der nächste Google soll aus Europa kommen. Ich habe keine Ansätze von Ihnen gesehen oder mitbekommen, keine Mitnahme. Was wäre eine Lösung? Weil wenn ich das Ergebnis sehe, was in UK passiert ist und der Zuckerberg hat ein Dankeschön von Nigel Farage bekommen bei den Dingens, ohne
Analytics, Cambridge Analytics wäre nicht passiert. USA, diese Einflüsse. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese großen Plattformen im Moment ihre Verantwortung, was das Thema Menschen angeht, die auch das Thema Entschleunigung brauchen, weil die Technik ist viel schneller, als wir Menschen das irgendwie anscheinend in der Gesellschaft verkraften können. Wie soll das denn ohne diese großen Riesendinge unter Kontrolle zu kriegen funktionieren? Also ich glaube nicht, dass das geht. Haben Sie eine Lösung dafür? Muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also da waren jetzt verschiedene Elemente drin. Was ist das Problem, für das Sie nach Lösungen suchen? Ist das das Thema Unkontrollierbarkeit? Von? Von dieser großen GAFA haben Sie das, glaube ich, genannt zum Beispiel. Und ja, das Thema Datenschutz, haben Sie gesagt, ja, ist zu komplex. Das Ganze ist komplex. Ja, also vielleicht ein bisschen abschichten. Ja. Zu komplex ist die Datenschutzgrundverordnung. Datenschutz an sich ist immer komplex, das stimmt ja. Ich finde nur, das Gesetz hat einfach belastet Unternehmen übermäßig. So, Punkt 1. Punkt 2, nochmal da klar zu machen, Plattformpolitik ist halt eben mehr als die spezifischen Probleme von Facebook / Cambridge Analytica / Wahlbeeinflussung / Microtargeting und so weiter zu lösen. Haben wir da ein Problem? Ja, ganz klar. Aber digitale Plattformen sind halt normalerweise völlig anders aufgestellt. Das heißt, die Refinanzierung von einem Social Network mit Microtargeting und der Möglichkeit, dass ich mir zielgruppengenaue Werbung schalte, ist ein sehr spezifisches Problem von Facebook und wenigen anderen Plattformen. Was passiert gerade in Deutschland? Wir sehen, dass sich die deutsche Industrie versucht zu plattformisieren. Daimler, die Chemiekonzerne, Luftfahrt, Lufthansa, Airbus, alle möglichen Unternehmen aus der deutschen Industrie, ja, Kernbereiche, sind gerade dabei, digitale Plattformen aufzubauen, Services on top anzubieten, um Kunden zu binden, um das Customer Journey umfassender zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, die komplette deutsche Wirtschaft digitalisiert sich gerade und plattformisiert sich gerade. Und in Berlin leisten wir uns einen Plattformdiskurs, der de facto spezifisch auf Facebook und noch einige wenige andere schaut. Das heißt nicht, dass ich das Problem bei Facebook nicht sehe, aber wir können keine Plattformpolitik in Deutschland machen, das ist Standortpolitik, und einfach nur auf dieses eine Unternehmen starren und dann alle Regulierungen genau dahin zu schreiben, das ist zu kurz gedacht. Und das ist im Grunde genommen so dieser breitere Blick auf digitale Plattformen, für den wir auch in dem Kompendium werben. Deswegen heißt das Kompendium Industrie 4.0, ja, weil wir darauf hinweisen, dass digitale Plattformen für die ganze Diskussion zum Thema Manufacturing of the Future, Industrie 4.0 und so weiter essentiell sind. Industrie 4.0 ist ein Plattform-Game, und wenn ich das nicht mit in die Plattformpolitik mit einspeise, mache ich halt eben GAFA, aber keine Plattformpolitik. Und das ist zu kurz gedacht. Das ist eigentlich das Hauptargument. Ja, ich will gar nicht in Abrede stellen, dass Cambridge Analytica ein Riesenproblem ist, weil offensichtlich jemand seine Verantwortung, was Nutzerdaten angeht, nicht gerecht wird. Ich bin auch Facebook-User, ich bin auch ziemlich angefressen. Ich bin jetzt nicht hier, um Facebook zu kommentieren wirklich, aber ich würde nie in Abrede stellen, dass es da ein Riesenproblem gibt. Ja. Die letzte Frage geben wir Magic Anton, yeah, aus dem Off. Leider nicht aus dem Off, weil als das Off ist, es ist voll der Verfolgung dieser Diskussion, aber Fragen werden vom Off nicht gestellt. Aber ich habe eine Frage. Wolfgang Glock, bei der Landeshauptstadt München für E-Government zuständig. Und mal eine Frage weg von diesen zentralen Plattformen wie Facebook und so weiter. Wir kriegen immer wieder in der Verwaltung Diskussionen. Ja, also wir als Verwaltung haben eine hohe Vertrauensposition. Wir sollen doch diese auch mal nutzen. Wir sollen unsere Daten bereitstellen. Also eigentlich das Verlangen, unter unserer Obhut ein Datenplattformen aufzubauen, oder die Diskussion, das große E-Government-Portal, was Bund, Länder, die Kommunen, also da so eine große Plattform für Verwaltungsdienstleistungen aufgebaut wird. Wie verhält sich das zu diesen anderen Plattformen, und macht es denn Sinn, dass eigentlich die Verwaltung, der Staat, sich auch an dieses Thema sozusagen ranpirscht, eine Plattform zu bauen? Ja, auf jeden Fall. Also am Ende ist es leider so, dass wir, wenn wir uns die IT auch nochmal historisch anschauen, gibt es da so eine Art Entwicklung von
Software, die sehr siloartig organisiert war. Das sind so die klassische SAP-Welt, nenne ich jetzt mal so R3-Systeme oder so, ja, On-Premise-Programme, die sehr aufwendig programmiert werden, dann auch angepasst werden an den Kunden und so weiter und so fort. Das ist ja so eine Entwicklungsphase in der Software-Geschichte, die in der Unternehmenswelt schon weitgehend hinter sich gelassen wurde, sind alle schon Richtung flexible Cloud-Infrastrukturen gegangen und so weiter und so fort und haben dann an dem Punkt das Thema Plattformisierung ins Spiel gebracht. Ja. Das ist eine Art historische, logische Entwicklung. Und da sind bestimmte Voraussetzungen getroffen worden in dem Management von Daten, wie Daten aufbereitet werden, wie sie zugänglich gemacht werden, die letztendlich dann die Plattform als logischen nächsten Schritt auch irgendwie erscheinen lassen. Das Problem, was ich im Moment sehe, ist, dass im öffentlichen Sektor wir de facto noch in der ersten Silo-Phase sind. Wir haben halt viel On-Premise-Systeme, die laufen. Die sind sehr speziell, da hat irgendjemand mal was programmiert und wahrscheinlich nicht wirklich dokumentiert und der ist mittlerweile in Rente und keiner weiß mehr, wo die Daten... Also da gibt es viele Probleme, die das einfache Umschalten auf, wir machen jetzt auch in digitale Plattformen, rein von der Infrastruktur das Ganze sehr, sehr schwierig macht. Das ist so die erste Feststellung. Zweite, wäre das sinnvoll? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich komme jetzt aus Berlin, ja, jetzt bin ich wahrscheinlich so aus dem Worst-Case-Land, was digitale Verwaltung angeht. Ich hab gerade mehrere Verfahren laufen, ich will einfach nur einen neuen Führerschein, das dauert 5 Wochen, bis ich einen Termin bekomme. Ja. Also wäre das sinnvoll, die ganzen Services zu bündeln? Ist es sinnvoll, dass ich überall meine Daten nochmal extra hintrage und die eine Verwaltung so tut, als ob die andere Verwaltung meine Daten nicht kennen würde? Und kann man das nicht? Ja, sicher, auf jeden Fall. Ist es... in einem föderalen Staat realistisch, dass das schnell passiert? Wahrscheinlich nicht. Ja, also muss man auch da wieder sagen, so Plattformen spiegeln natürlich auch immer wieder irgendwie ja auch Machtstrukturen oder Einflussstrukturen wieder. In einem sehr föderalen Land zu erwarten, dass es die eine digitale Plattform sehr schnell geben wird, die all diese föderalen Strukturen und die Balance und Power, die wir aufgebaut haben in Deutschland historisch, übrigens auch Gründen, die sehr politisch sind. Also wir wollen ja keinen Zentralstaat, wir wollen nicht, dass ein Staat Zugriff auf alle Daten hat und damit sind in Deutschland schlimme Dinge passiert. Ja? Also mit zentraler Datenverwaltung, das war das, was die Nazis letztendlich genutzt haben, um die Bevölkerung zu kontrollieren und auch Teile davon umzubringen. Das haben wir ja historisch dezentral entwickelt. Insofern jetzt rein wieder historisch gedacht, das ist ein langer Weg dahin. Ich glaube nicht an die eine große zentrale E-Government-Plattform in Deutschland. Das wird einfach nicht passieren. Das ist nicht unsere DNA. Da muss man, glaube ich, realistisch sein. Da gibt es natürlich viel bessere Experten als mich, die das viel besser lesen können, was da in dem Bereich passiert, was da realistisch ist, was da nicht realistisch ist. Long story short, ich glaube einfach nicht, dass sich das, was im privaten Sektor einfach so passiert ist, ohne weiteres so kopieren lässt. Das werden unterschiedliche Dynamiken, Wege sein und auch unterschiedliche Animals, die wir nachher dann da sehen werden.